Heidelberger Renten, der eigentlich die Kinos halten sollte, der heute aber gesundheitlich verhindert ist und vielleicht zuschaut. Servus Christian, ich hoffe, dir geht's wieder besser. Ich habe ein Thema geerbt und das vielleicht vorab, Entschuldigung, wenn die Präsentation manchmal vom Photoshop Philipp nicht ganz perfekt aussieht. Wir haben das relativ schnell zusammengestellt mit dem schönen Thema What's up YouTube und was neue Trends sind und was neue Themen sind. Vielleicht vorab die wichtigsten Informationen, das Internet wächst. Influencer sind super toll und macht was mit Katzen, ja, es funktioniert immer. Und ich habe mir gedacht, klar können wir uns jetzt hinsetzen und irgendwie ein paar coole Videos anschauen, aber habe das auch mal zum Anlass genommen, um für mich selber so ein bisschen meine eigene Reise mit der Plattform nochmal nachzuvollziehen. Und ich glaube, manchmal versteht man auch viel besser, was in Zukunft passiert, wenn man sich anschaut, was alles so in der Vergangenheit war. Und meine Reise hat begonnen 2006, ein Schicksalsjahr quasi, ganz fieses Halbfinale gegen Italien. Danach war ich so desillusioniert, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Fernsehen und habe bei Tele5 angefangen. Falls man mich nicht erkennt, ich habe noch ein Schnurrbart hingemalt, vielleicht funktioniert es so besser. Und in dem Jahr, vielleicht auch ein Schicksalsjahr für die Online-Video-Branche, ist YouTube von Google gekauft worden für einen damals eigentlich relativ happigen Preis von 1,6, nicht, dass ich eine Null vergesse, ja, Milliarden Dollar. Ich habe dann bei Tele5 angefangen, am Anfang einen tollen Job gehabt als Praktikant. Ich habe Klingeltöne verkauft. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die nervigen Einblendungen, die kamen immer, wenn es am spannendsten war und den kompletten unteren Bildrand verdeckt haben. Wahnsinnig viele schöne Leserbriefe bekommen oder Zuseherbriefe. Und dabei aber echt viel gelernt. Das war noch die Zeit, als man mit Digibetas rumgelaufen ist und auf Matzen gescrollt hat. Vielen Dank. Und der erfolgreichste Sound, den wir hatten damals, wir mussten nämlich immer Sounds zum Programm machen, damit es sendebegleitend war, war Time of My Life, Dirty Dancing. Riesenerfolg, ja, haben sich alle runtergeladen, ist auch ein geiler Song. Und damals für mich eine totale, also ich war total unbefleckt, ja, bin in diese Medienbranche gekommen und habe festgestellt, Tele5 hat wahnsinnig viele Filme der Tele-München-Gruppe ausgestrahlt, die sie dann weiterverkauft haben. Dirty Dancing lief bei uns und lief eine Woche später in Sat.1. Nur mit dem Unterschied, dass es bei Tele5 2,5% Marktanteil hatte und bei Sat.1, ich glaube, 12 oder 13%. Exakt derselbe Film, eine Woche später. Und das war natürlich auch so ein bisschen die Zeit 2006, das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, weil irgendwann Menschen keine Klingeltöne mehr gekauft haben, dass die Musikindustrie erst gegen die illegale, dann gegen die legale Auswertung ihrer Inhalte im digitalen Raum sich schwer getan hat. Wenn wir uns die Kurve anschauen, was Record Sales angeht und was digitalen Umsatz angeht, und dann war das eigentlich so ein bisschen der Zeitpunkt, wo der Kampf gegen die Digitalisierung verloren worden ist. Ich weiß noch, damals Casar Light haben sie so ein bisschen versucht, irgendwie dann Störgeräusche in die Sounds einzubauen, wenn man sie sich runtergeladen hat. Und es war sehr nervig, aber der Demand war so hoch, dass es irgendwann auch Angebote gab, die von dann eigentlich bislang marktfremden Leuten befüllt worden sind, ja? Wie zum Beispiel iTunes. Zwei Seiten, die mich damals total inspiriert hatten, weil ich hatte ja Zeit, ja, ich habe keine Klingeltöne mehr verkauft, war zum einen Tape TV, total tolle Musikseite, die so ein bisschen MTV eigentlich online war, wo du nach deinem Geschmack, also nach den Sachen, die du geliked hast, Playlisten automatisch ausgewählt bekommen hast. Und Musicovery, ich weiß nicht, ob das noch jemand von Ihnen kennt, wo man quasi nach seinen Emotionen auswählen konnte, was man hören will. Und die Seite hat einem vorgeschlagen, was dazu am besten passt. Ja, und ansonsten habe ich YouTube-Videos angeschaut. Vielleicht so ein bisschen, weil für mich eine interessante Frage war, wie bin ich eigentlich damals überhaupt dazu gekommen, so 2006, 2007 YouTube-Videos anzuschauen? Und habe gesehen, dass es relativ eng zusammenhing mit meinen Facebook-Freunden. Ja, also wenn da irgendjemand ein Video geteilt hat, habe ich das angeschaut. Und deswegen habe ich mir mal geschaut, was so die ersten Videos waren, die ich geteilt habe. Klar, großer Basketballfan Michael Jordan,
einen alten Mr. T-Clip, in dem er erklärt, dass man seine Mama liebt, und einen Comedy-Clip von John LaJoe. Alles Inhalte, die eigentlich originär nicht für online produziert worden sind, sondern eben irgendwie wiederverwertet worden aus alten TV-Beständen oder weil sie sowieso gedreht worden sind. Dann habe ich mir gedacht, lasst uns doch auch mal einen YouTube-Channel aufmachen mit Tele5. Ich glaube, 2008 sind wir damals gestartet. Da sah die Plattform natürlich noch ganz anders aus. Ein paar von den Channels gibt es heute noch, ein paar gibt es nicht mehr. So sah unser Kanal aus. Ein bisschen mau, weil wir hatten eigentlich nichts. Ja? Also Tele5, ganz viele Fiction-Inhalte gezeigt, aber nichts, wo wir eigentlich die VOD-Rechte besessen haben. Ich glaube, in den meisten Verträgen gab es keine VOD-Rechte. Die Tele-München-Gruppe hat dann noch mit Brieftauben an die Lizenzinhaber Faxe einfliegen lassen. Und was wir aber hatten, war eine wöchentliche Kolumne von Thomas Gottschalk, Ich liebe Kino. Und damit haben wir angefangen. Und haben ganz erfolgreich angefangen, weil es für Google natürlich eine tolle Story war. Ja, auf einmal so das erste private Medienhaus, nachdem die Öffentlich-Rechtlichen sehr schnell da waren, das einen eigenen YouTube-Channel auf einer Online-Bewegtbild-Plattform launcht, war eine andere Zeit. Ja, konnte man in der Früh im YouTube-Office in München anrufen und sagen, nehmt mal mein Video auf die Startseite, und haben sie auch gemacht. Also war deutlich leichter, auf YouTube erfolgreich zu sein als heute. Sieht man vielleicht auch noch auf der Seite, da der zweite Reiter, Promoted Videos, das war quasi direkt beeinflussbar von den Leuten, die damals im YouTube-Office gearbeitet haben. Irgendwann sind sie so ein bisschen auf die Idee gekommen, es ist doof, wenn wir gleichzeitig einen Masthead haben, den wir für wahnsinnig viel Geld verkaufen, dann können wir da irgendwie keinen redaktionellen Eingriff mehr gewährleisten, und dann war das vorbei. Dann bin ich viele Jahre bei Tele5 geblieben, habe leider nicht wahnsinnig viel mehr Inhalte dazu bekommen, und irgendwann war ich traurig und deswegen aufgehört. Und jetzt gehen wir mal ganz, ganz, ganz schnell 6 Jahre nach vorne, 2013. Als auf einmal die ProSiebenSat.1-Gruppe eine tolle Idee hatte und gesagt hat, okay, unsere Inhalte finden ohnehin auf der Plattform statt, ja, mit uns oder ohne uns. Und zu versuchen, alles zu sperren und alles zu löschen, ist de facto ein Kampf gegen Windmühlen. Leute wollen diese Inhalte dort sehen. Und eigentlich ist die einzige Antwort darauf, sie selber zu zeigen und sie so gut zu zeigen, dass es gar keinen Grund mehr gibt, für andere sie hochzuladen. Was für mich natürlich als ehemaliger Habenichts-Kanalinhaber mit einem Format, was dann auch irgendwann abgesetzt worden ist, eine wahnsinnig tolle Story war. Ja, auf einmal all diese großen Themen, da jetzt schon mit Bart und kleinem Bauch. Und die Möglichkeit, Kanäle dazu zu machen. Galileo, The Voice, Germany's Next Topmodel. Das war auch so ein bisschen die Zeit, als YouTube selber als Plattform nochmal in ganz neue Dimensionen vorgestoßen ist. Was mich immer total flasht, ist dieses Chart, wo man sieht, wie viele Stunden pro Minute an Videomaterial auf der Plattform hochgeladen werden. Unvorstellbar. Ja, mittlerweile 400 Stunden jede Minute. Das ist ist nicht mehr greifbar. Ja, und man sieht auch so ein bisschen zwischen 2012, 13 und dann 14, dass es einen enormen Anstieg gab. Ein enormer Anstieg, der natürlich auch die klassischen Player im Bewegtbildmarkt verunsichert hat. Ja, wenn man sich anschaut, wie die Investitionen in sogenannte MCNs ansehen, dann ist genau in der Zeit wahnsinnig viel Geld geflossen. Sei es von Disney für Maker oder sei es von unseren geschätzten Kollegen der RTL-Gruppe, die dazugekauft haben. Ich glaube auch so ein bisschen vor der Angst, ähnlich wie die Musikbranche, überrollt zu werden von einer Entwicklung, an der man selber eigentlich nicht teilhat oder versucht, sie zu verhindern. Auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen ein Missverständnis, weil wenn man sich nochmal die Entwicklung der Musikbranche anschaut, dann klar sieht das umsatztechnisch desaströs aus. Aber das ist eigentlich mehr eine Frage der Monetarisierung und weniger eine Frage des Konsums. Ja, wenn wir uns anschauen, wie Musik konsumiert wird, dann wird heute mehr Musik konsumiert als je zuvor. Ja, also es gab noch nie eine Zeit, wo Menschen so viel Musik gehört haben wie heute. Das heißt, die Frage ist weniger, wie kriegen wir unsere Musik an die Menschen? Die Frage ist, wie monetarisieren wir, dass Menschen unsere Musik hören? Und gerade auch im Bewegtbildbereich haben wir, glaube ich, eine ganz ähnliche Entwicklung. Es ist nämlich nicht so, entgegen aller Unkenrufe, dass Menschen kein TV mehr schauen würden. Ja, die TV-Nutzungszahlen
sind eigentlich ziemlich konstant. Hier ein interessantes Chart vom Wall Street Journal, das zeigt international die TV-Nutzung in den letzten Jahren mega konstant. Ja, es ist also nicht so, dass die Menschen, die online schauen, überhaupt nicht mehr TV schauen. Es ist nur so, dass die Menschen, die TV schauen, wahnsinnig viel mehr online schauen. Und klar, eine junge neue Zielgruppe dazukommt, die online first denkt und online zuerst konsumiert. Aber das heißt, die eigentliche Herausforderung ist nicht zu sagen, wie kriegen wir unsere TV-Inhalte an den Mann, sondern die eigentliche Herausforderung ist, wie monetarisieren wir das? Und wenn wir uns das hier anschauen, das ist die Entwicklung des TV-TKPs in Deutschland, des Tausender Kontaktpreises. Das wäre ein Traum für die Online-Branche, für YouTube. Ja, wenn du 32 Euro TKP hättest, so Pi mal Daumen, ohne Netzwerkunterstützung, mit reiner Google-Vermarktung, redet man immer so von einem Euro für 1000 Klicks. Ja, kann wahnsinnig variieren, je nachdem, welche Branche du bist, welches Vertical, welcher Jahreszeitpunkt. Aber vergleichen wir mal 1 Euro und 32 Euro. Das ist ja unfassbar. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Herausforderung der MCNs gewesen, die damals eigentlich aus einer ganz charmanten Idee aus der Erde gesprungen sind. Die haben nämlich gesagt, okay, es gibt auf einmal eine riesige Reichweite auf Online-Plattformen von vielen kleinen Kanälen, die alle keinen Kontakt in die Werbebranche haben. Also bündeln wir die, machen Verticals draus, ein Beauty-Vertical, ein Sports-Vertical, ein Entertainment- oder Gaming-Vertical und die verkaufen wir dann an die Werbebranche, ja, damit wir unseren Kunden sagen können, also dein Produkt findet nur im Beauty-Umfeld statt. Und den YouTubern sagen wir, oder den Influencern sagen wir, wenn ihr bei uns unterschreibt, dann helfen wir euch größer zu werden und im besten Fall verdient ihr mehr. Es ist aber ganz schwer, mehr zu verdienen, wenn der TKP so gering ist. Ja, und bist du im Endeffekt im Geschäft, was eine wahnsinnig kleine Marge hat. Weil irgendwie musst du den Leuten ja trotzdem mehr geben als davor. Was schwierig ist, wenn du selber vielleicht mal eine Branded Entertainment-Kampagne verkaufst, aber sonst eigentlich keinen direkten Einfluss darauf hast. Das heißt, was für uns der absolute Game-Changer in dem Bereich war, dass wir gerade auf YouTube nicht nur auf die Google-Vermarktung angewiesen waren, sondern dass wir von Anfang an unseren eigenen Vermarkter, vielleicht sind ja Kollegen da von der 7One Media, vielen Dank nochmal, an YouTube angeschlossen haben und andere TKPs erzielen konnten. Ja, das ist der Grund, warum Studio 71 als eines der wenigen, natürlich gibt es noch andere, aber als eines der wenigen klassischen MCNs im deutschen Markt noch Bestand hat. Wahnsinnig viele andere haben sich spezialisiert, ja, sind dann wieder mehr Richtung Produktionsfirma gegangen, sind vielleicht mehr Richtung Werbeagentur gegangen und haben sich ihre Nische gesucht, weil dieses Geschäft, wir bündeln Künstler zu Verticals und vermarkten sie weiter, jetzt vielleicht doch nicht so einfach war. Hoppla. Das ist die Entwicklung unserer TV-Inhalte auf YouTube, die schon auch erstaunlich ist. Ja? Also wenn wir uns anschauen, The Voice Kids, ein Kanal, der mittlerweile eine Milliardenreichweite hat seit Launch. Wenn man diese kleine Delle sieht, Mitte letzten Jahres, lag nicht daran, dass wir Inhalte runtergenommen haben oder dass wir unsere Sache schlechter gemacht haben, lag daran, dass YouTube seinen Algorithmus umgestellt hat und große Probleme hatte, die auch viele unserer Influencer im Netzwerk bemerkt haben. Weil natürlich auch YouTube immer weiter auf der Suche ist nach einem Weg, und da kommen wir gleich nochmal dazu, wie man die relevantesten Inhalte anzeigen kann, jetzt wo es so viel Inhalt auf der Plattform gibt. Aber nichtsdestotrotz, was mich wirklich fasziniert hat als jemand, der damals mit Thomas Gottschalk eine kleine Filmkolumne gemacht hat, ist die Reichweite, die du auf einer Plattform wie YouTube mit klassischen TV-Inhalten erzielst. Ja, alles, was bei Galileo läuft, alles, was bei TAF läuft, sind Inhalte, die teilweise Jahre alt sind. Mein liebstes Beispiel ist Kesslers Knigge. Ist eine Comedy-Sendung, die, glaube ich, 2008, 2009 bei Sat.1 in der Late Prime lief. Nicht so wirklich funktioniert, nach der ersten Staffel abgesetzt worden, obwohl ich sie eigentlich, also Klicktipp, sehr lustig fand. Aber wie von einem verrückten Genie Jahre voraus für YouTube konzipiert, sind immer 10 Dinge, die sie nicht tun sollten. 10 Dinge, die sie nicht tun sollten, wenn sie den neuen Freund ihrer Tochter kennenlernen oder 10 Dinge, die sie beim ersten Date nicht tun sollten. Und da haben wir, ich glaube, um die 100 Clips, waren 9 Folgen, a 30 Minuten. Und haben die angefangen hochzuladen und waren erstaunt, wie gut das funktioniert. Und haben übrigens nie aufgehört hochzuladen. Ja, jetzt nehmen wir immer alte Clips runter und laden sie noch hoch. Das ist quasi so ein Perpetuum mobile.
Aber da sind wir natürlich nicht die Einzigen. Wenn wir uns YouTube Deutschland anschauen, und das ist natürlich nur eine kleine Auswahl von allen Kanälen, dann gibt es wahnsinnig viele TV-Inhalte. Teilweise Inhalte, die vor Jahren noch undenkbar waren. Ja, gerade wenn ich mir Bild anschaue oder Sky anschaue, die mit der Bundesliga und der Champions League wirklich klassischen Premium-Content auf YouTube ausspielen. Und auch gar nicht mehr mit so einer großen Zeitverzögerung. Ja, also Montag habe ich alle meine Bundesliga-Highlights, alle meine zweiten Bundesliga-Highlights auf YouTube. Oder einen Tag nach dem Champions-League-Spiel habe ich eine 3, 4, 5 Minuten Highlight-Zusammenfassung. Teilweise auch echt smart. Ja? Wenn wir uns den Brand Verstehen Sie Spaß anschauen und die Quotenentwicklung, dann auch da vielleicht ein Argument gegen viele, die Angst haben, dass sich Inhalte kannibalisieren, muss gar nicht so sein. Ja? Kann auch wirklich sein, dass man einen Brand stärkt, einen Brand aufbaut, einen Brand in der jungen Zielgruppe relevant hält, weil man Contents regelmäßig zur Verfügung stellt. Und klar, wenn wir dann den Weg nach Übersee gehen, dann sind wir noch in ganz anderen Dimensionen. Ich nehme an, die meisten von Ihnen werden schon mal ein Carpool-Karaoke-Video gesehen haben oder schon mal, vielleicht unwissend, aber auf dem Ellen DeGeneres-Channel vorbeigeschaut haben. Interessanterweise, der größte Kanal einer amerikanischen Entertainment-Show ist der Kanal der World Wrestling Entertainment-Geschichte. Die sind wahnsinnig groß. Die sind eigentlich jede Woche konstant unter den Top 10 Kanälen weltweit. Weil sie es auch wirklich gut machen. Ja? Also ähnlich wie Bild und ähnlich wie Sky zeigen sie eigentlich alle Highlights am Tag danach und produzieren eine Menge, und da sind wir noch nicht so weit in Deutschland, produzieren eine Menge Original Content. Ja? Weil sie mittlerweile eine Reichweite haben, wo du dann wieder an der Grenze bist, dass sich das Thema refinanzieren kann. Aber klar, ist natürlich nicht alles. YouTube ist nicht nur eine Zweitausspielplattform für TV-Inhalte. Das hier ist ein Chart oder eine Übersicht, kann man sich auch jederzeit aktualisiert zu Hause anschauen, von Social Blade, der Top 10 YouTube-Kanäle of all time, nach den Views. Und wenn wir uns die Kanäle so anschauen, dann können wir sie eigentlich in drei grobe Kategorien runterbrechen. Das eine ist Musik, hallo Musikbranche. Das andere ist TV-Inhalte. Und dann sind wir bei den sogenannten Influencern, ja, also bei den Leuten, die irgendwann angefangen haben, selber YouTube-Kanäle aufzumachen. Weil auf einmal so eine riesige Hürde gefallen ist. Ja? Wenn dir jemand vor 20 Jahren gesagt hat, ich habe eine tolle Show-Idee, ich würde die gerne umsetzen, dann hast du vielleicht gesagt, ja, dann schreib mal ein Konzept und schick mal irgendwie ans Fernsehen, vielleicht macht jemand was. Auf einmal kann jeder jederzeit einen Kanal starten. Ich werde auch immer wieder gefragt von Leuten, wie werde ich erfolgreicher YouTuber? Und ich glaube, die allererste Antwort ist anfangen, ja? Kanal aufmachen. Es gibt mittlerweile keine Hindernisse mehr dafür. Du kannst mit einem Smartphone filmen und direkt hochladen. Diese ganzen Grenzen, diese Schwierigkeiten, was Kommunikation und Verbreitung angeht, sind Schnee von gestern. Und welche Power diese Influencer haben, das hat mich als klassisches TV-Gesicht ehrlich gesagt auch vom Sockel gehauen. Das hier ist schon ein bisschen eine ältere Umfrage von der Variety 2015 bei Jugendlichen in den Staaten nach Bekanntheit und Beliebtheit von berühmten Personalities. Und die ersten 6 Plätze sind ausnahmslos von Influencern belegt worden. Also quasi weit vor Menschen, die in meiner Generation in einer ganz anderen Liga gewesen wären. Ja? Beyoncé, Johnny Depp, Kurt Cobain. Ja? Gut. Ja. Und ich habe mal ein kleines Video mitgebracht. Ich hoffe, das spielt ab. Das ist ein Kollege von mir neulich bei einer Buch-Signierstunde von Victoria Sarina, das sind zwei Beauty-YouTuberinnen, gedreht hat. Ich habe sowas schon mal gesehen, als der erste McDonald's in Moskau aufgemacht hat. Das ist auch ein sehr schönes YouTube-Video. Aber wir können mal schnell, na, vielleicht kann die Regie hinten einmal draufklicken. Wenn wir den Ton vielleicht ein bisschen so leiser machen, weil so spannend ist der nicht. Einfach nur mal, um das zu verbildlichen. Das sind echte Stars. Das sind Topstars. Auch wenn das für viele Menschen in meiner Altersgeneration oder darüber nicht begreiflich ist. Ne? Ich habe das immer wieder, wenn ich in Unterführung bin und mit Redakteuren spreche, die seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Sendungen besetzen, und sage, ich kenne die nicht, meine Zuschauer kennen die nicht.
aber eine andere Zielgruppe zentriert. Und da ist eigentlich kein Unterschied mehr. Also wir können es mal so ein bisschen abkürzen, das geht jetzt noch ein bisschen weiter und dann sind irgendwann zwei junge Mädchen, die an einem Tisch stehen und Bücher unterschreiben. Klick mal weiter. Das heißt, ja, da war Photoshop, Philipp, echt in Hochform bei dem Chart. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Marianengraben zwischen den Generationen. Ja? Ich war vor 3-4 Jahren mit Jean-Pierre Krämer, klassisches altes TV-Gesicht, auf Sport1, viele Jahre seine PS-Profis-Sendung gemacht bei den Videodays. Und mit dem kannst du eigentlich in Dortmund nicht Autobahn fahren, weil sofort jeder LKW-Fahrer hupt und er da Volksheld der Straße ist. Der hatte den ruhigsten Nachmittag seines Lebens. Ja, die Kids haben den nicht erkannt, irgendwie gedacht, das ist irgendein Papa, der da auch mit rumläuft. Und andersrum war ich ein paar Tage später mit einem Influencer bei den GQ Man of the Year Awards und den hat da auch niemand erkannt. Ja, irgendein Kind, was da auch halt mitgenommen worden ist und beide den ruhigsten Tag ihres Lebens erlebt. Aber auf der anderen Seite natürlich spannend, was passiert denn, wenn man diese beiden Welten so ein bisschen miteinander vermischt? Weil nämlich eine dieser klassischen Thesen, die man am Anfang der Digitalisierung hat, dass alles lean forward ist und dass auf einmal der Konsum von Bewegtbild anders wird, der hat sich eigentlich als totaler Schwachsinn erwiesen. Ja? Menschen schauen Bewegtbildinhalt und ob ich dabei vor einem Fernseher sitze oder vor einem Handy sitze oder vor einem Laptop sitze, in den allermeisten Fällen sitze ich da und schaue zu, was da so flimmert. Ich mache nichts anderes. Das Einzige, was sich ändert, ist der Übertragungsweg. Ich passe immer so ein bisschen auf mit dem Klicker, weil da gibt es so einen Black-Knopf und sie haben mir gesagt, wenn ich den drücke, ist alles weg. Das heißt, natürlich logische Schlussfolgerung, die Reichweite dieser Influencer auch irgendwann zu nutzen und zu sehen, kann man das adaptieren? Kann man die Menschen, die da große Fans sind, die denen folgen, kann man die mit ins TV bringen? Sei das RTL, die Shirin David in die Jury gesetzt haben, sei das Sky, die Seabass von Bullshit TV mit als Moderator ins Team genommen haben oder das Format fantastisch auf Nickelodeon mit Malwanne. Und natürlich ja, haben auch wir eine Menge tolle Sachen gemacht. Jetzt kommt der erste ein bisschen schönere Werbetrailer. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Ich glaube, ich kann den wieder nicht abspielen. Aber ihr könnt das bestimmt. Nee. Einfach draufklicken. Also auf das Video. Ja gut, Werbetrailer sind bei der Republika nicht gern gesehen, ich merke schon. Dann gehen wir einmal weiter. Im Endeffekt, was wir gezeigt haben, ist, wir haben viele Cases gemacht, wo wir versucht haben, Influencer in Formate zu integrieren und zwar möglichst nativ zu integrieren, ja? Also dass sie wirklich Teil der Show sind. Es gab ein Team Internet bei der VOG-WM, es gab jetzt 2 Jahre in Folge ein Team Internet powered bei Studio 71 und Werbekunden bei der Völkerballmeisterschaft. Und auch sonst haben wir wahnsinnig viel experimentiert, eigentlich so in 3 Varianten, nämlich wirklich komplette Integration, dann auf der anderen Seite wirklich klassisches Marketing, ja, ohne dass die Künstler selber in der Sendung involviert sind. Und last but not least, und das ist vielleicht ein Case, über den wir noch kurz gehen können, dass wir Influencer teilweise in Sendungen involviert haben, um auch zu sehen, wie ist denn wirklich der Quoten-Impact. Wir hatten eine ganz interessante Idee bei der besten Show der Welt mit Joko und Klaas und dem YouTuber Concrafter. Da könnt ihr vielleicht mal kurz das Video links unten abspielen, wenn das geht. Hey Freunde, ich übernehme gleich Pro7 und ihr könnt ein Meet and Greet mit mir gewinnen. Ihr müsst euch einfach dafür den Text durchlesen, den ihr hier jetzt angehangen seht. Und ja, ich drücke euch die Daumen. Ciao. Das heißt, Idee im Endeffekt, wir haben sein Logo eingeblendet, seine Fans sollten ein Selfie damit machen und das unter den Facebook-Post posten und zwar zu einem ziemlich durchgetakteten Zeitpunkt.
Und was wir gesehen haben, ist, dass wirklich Menschen eingeschaltet haben. Ja, also jetzt keine Ansammlung von Geistern, die vorm PC sitzen, sondern de facto quotenrelevant. Was man hier sieht, ist oben einmal eine Kurve der letzten Show und dann die türkise Kurve ist die Kurve der Show mit der Integration. Wir haben in dem Zeitraum, wo er Promo gemacht hat und gesagt hat, schaltet jetzt gleich ein, jetzt gibt es gleich mein Logo zu sehen, über 5% Marktanteil 14,49. Ja, also nicht 14,25, sondern wirklich 14,49. Was uns natürlich total bestärkt hat in dem Weg, den wir gehen. So, jetzt rase ich mal so ein bisschen durch, weil ich spät dran bin. Ich glaube, ein Thema, über das wir noch so ein bisschen sprechen können, und die Präsentation hieß ja auch What's Up YouTube, sind die YouTube-Trends, über die wahnsinnig viele YouTuber sehr unglücklich sind. Wenn wir uns mal kurz diese Tweets anschauen, vielleicht da ganz kurz noch das Video, weil das hat auch einen aktuellen Bezug unten. Haben vielleicht viele von Ihnen mitbekommen, Bibi hat einen neuen Song, über 20 Millionen Mal angeklickt und damit auch zu Recht in den Trends. Ja? Gott, wenn ein Video über 20 Millionen Mal angeklickt wird innerhalb der ersten Woche. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, was wäre denn gewesen, wenn unser Kaiser Franz damals seinen Song nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern auf einem YouTube-Kanal live gestellt hätte. Wie wäre da die Like-Dislike-Ratio gewesen? Ja, ich erspare euch jetzt die beiden Songs, hört euch die gerne danach nochmal an. Und das ist, glaube ich, für mich ein wirklicher Trend, den ich auf der Plattform festgestellt habe. Sie wird viel selbstreferenzieller. Es gibt immer mehr Kanäle, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, sich über andere Kanäle aufzuregen. So ein bisschen, wie es dann irgendwann auch immer mehr TV-Sendungen gab, die sich hauptsächlich damit beschäftigt haben, sich über TV-Sendungen aufzuregen. Das heißt, die Plattform macht Inhalte, wertet diese Inhalte für sich weiter aus und dann ist irgendwas davon wieder in den Trends und dann beschweren sich wieder alle und dann geht der Kreislauf von vorne los. Ich glaube, eine entscheidende Frage, und dann komme ich auch gleich zum Ende, ist, was ist denn mit den Premium-Inhalten? Und zwar nicht mit den Premium-Inhalten, die für andere Plattformen produziert worden sind, sondern mit den Premium-Inhalten, die originär sind, die neu sind. Und ich glaube, dann kommen wir wieder zu der Grundsatzfrage zurück, die wir uns am Anfang gestellt haben. Wie sieht es mit der Monetarisierung aus? Ja, für einen TKP von 1 Euro kann ich keinen Game of Thrones produzieren. Das heißt, viele von den großen, neuen Online-First-Contents finden hinter einer Paywall statt. Vielleicht bald auch auf YouTube. Ja? Wenn wir uns YouTube Red anschauen und die Story, die dahinter steckt, dann erkennt die Plattform das auch immer mehr. Ich glaube, ihr habt ja auch größtenteils mitbekommen, wie der Werbemarkt letztlich auf YouTube-Videos reagiert hat und was es da für eine Diskussion gibt. So, da gehe ich jetzt mal schnell drüber. Und da auch. Das heißt für mich vielleicht abschließend drei Thesen, die ich in diesen Jahren Arbeit auf der Plattform mitgenommen und gelernt habe und die ich sehr wichtig finde. Zum einen, das hört sich so simpel an und ist Captain Obvious, aber es ist einfach so, Bewegtbild ist Bewegtbild, egal über welchen Übertragungsweg es konsumiert wird. Ja? Du kannst Fernsehen online schauen und du kannst Online-Inhalte in Clipsendungen im Fernsehen anschauen, es macht keinen Unterschied. Ich glaube, das ist wichtig im Hinterkopf zu haben, gerade auch für Werbetreibende. Ja, wenn ich in einem Premium-Umfeld platziert sein will, doesn't matter where, dann zahle ich den Premium-Content und nichts anderes. Insofern, gerade auch für MPNs und Plattformen, übrigens nicht nur YouTube, ja, gibt wahnsinnig viele Bewegtbild-Plattformen, die noch überhaupt keine Antwort darauf gefunden haben. Die große Frage, wie schaffe ich es, Premium-Inhalte auch Premium zu vermarkten? Und, da sind wir jetzt leider nicht mehr so drauf eingegangen am Ende, 400 Stunden pro Minute YouTube-Trends, wie schaffen wir es, die Inhalte, die gut sind, die Inhalte, die gesehen werden sollen, weiter sichtbar zu halten? Und ich glaube, das ist ein Thema, wo dann die altgeschundenen Sendermarken doch auch wieder ins Spiel kommen, denn wir merken, starke Inhalte funktionieren vor allem auf starken Kanälen und das können wir zum Glück ganz gut. So, jetzt habe ich am Ende noch eine Werbebotschaft untergebracht. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche noch eine schöne Republika.